Mittelalter. Der Bamberger Dom hier hinter mir beherbergt das vielleicht geheimnisvollste Kunstwerk des Mittelalters, den sogenannten Bamberger Reiter. In dieser Folge versuche ich zu klären, was es mit dieser Figur auf sich hat und vor allem, wen sie darstellt. Doch beginnen wir mit dem Dom. Im Jahr 1004 gab Kaiser Heinrich II. Den Auftrag zum Bau dieses Gotteshauses und 1012 wurde der Dom geweiht. Das war der Vorgängerbau von jenem hier hinter mir. Nach einem Großbrand 1185 beschloss man, an gleicher Stelle einen neuen Dom zu bauen, der im Jahr 1237 geweiht wurde. Und dieses Datum wird für uns noch interessant werden. Denn hier kommt ein zweiter Kaiser ins Spiel, nämlich Friedrich II. Er kaufte dem Bamberger Bischof Lehen ab und mit dem Erlös konnte der Dom nämlich ab 1225 zu Ende gebaut werden. Die Figur ist einzigartig. Es gibt verschiedene Reiterstandbilder, doch keines erreicht die künstlerische Qualität des Bamberger Reiters und vor allem keine der anderen Figuren steht innerhalb eines Kirchenraums. Doch lassen wir jetzt zunächst den Bamberger Reiter einmal auf uns wirken. Wirklich imposant, nicht wahr? Hoch über unseren Köpfen, erhaben, steht diese Figur. Eine erste wichtige Erkenntnis bei unserer Suche nach einem möglichen Vorbild. Der Bamberger Reiter steht zwischen dem nördlichen Seitenschiff und dem Mittelschiff am linken Pfeiler des Ostchores. Ihr könnt es hier auf dem Bild sehen. Unterhalb des Ostchores befindet sich die Krypta des Doms. Und vor dem Chor, quasi zu Füßen des Bamberger Reiters, das Hochgrab Kaiser Heinrichs II. Und seiner Gemahlin Kunigunde. Die Figur wurde in einer Werkstatt in Teilen geschaffen, dann vor Ort zusammengesetzt und aufgestellt. Ursprünglich war sie farbig, wie mikroskopische Untersuchungen an dem Stein gezeigt haben. Und auf diesem Bild hier seht ihr, wie die Figur sehr wahrscheinlich im Mittelalter ausgesehen hat. Die Figur stellt einen jungen Mann hoch zu Pferde dar. Er ist unbewaffnet, auffallend ist seine hohe Krone. Er sitzt leicht zurückgelehnt, doch fest im Sattel. Sein Kopf mit breiten Wangenknochen und gewölbter Stirn ist nach halb rechts gewendet. Die Augen liegen auffallend tief. Sein Blick ist durchdringend, fast schon herrisch. Und der leicht geöffnete Mund wirkt so, als ob der Reiter einen Befehl gibt. Und aus dieser Betrachtung folgt, dass der Bamberger Reiter einen das Befehlen gewohnten Herrscher darstellen muss. Doch nur welchen? Eine gängige Theorie besagt, dass es sich um König Stephan I. von Ungarn handelt, 1038 gestorben und 45 Jahre später heilig gesprochen. Er war der Schwager Kaiser Heinrichs II. Und angeblich soll der Einfluss des Kaisers ihn dazu gebracht haben, sich zum Christentum zu bekehren. Er wurde im Bamberger Dom verehrt. Nun, für diese Theorie spricht zum Beispiel das Pferd als Attribut der Ungarn. Auch eine Geschichte, der zufolge Stephan I. auf einem Pferd in den Bamberger Dom geritten sein soll. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Argumente gegen diese Theorie. Zunächst ist die Geschichte von dem Ritt auf dem Pferd erst im 18. Jahrhundert greifbar. Wir wissen also gar nicht, ob sie mittelalterlich ist. Die Krone des Bamberger Reiters passt auch nicht zur sogenannten Stephanskrone der ungarischen Herrscher. Warum hätte man sich die nicht als Vorbild nehmen sollen? Ja, und dann ist der Bamberger Reiter jugendlich, glatt rasiert und vor allem unbewaffnet. Und das passt überhaupt nicht zu der Darstellung von, ja, in Anführungszeichen Barbaren,
wie man die Ungarn teilweise gesehen hat, die wurden also viel kantiger, deftiger, brutaler dargestellt. Wenn man das alles einmal abwägt, dann dürfte Stefan I. wohl nicht das Vorbild des Bamberger Reiters gewesen sein. Natürlich kommt auch Heinrich II., der Stifter des Doms, in Frage. Aber es gibt bereits eine Darstellung Heinrichs II., ihr seht sie hier, und zwar eine Figur, die neben der Darstellung seiner Frau Kunigunde steht. Beide Figuren waren ursprünglich an der Adamspforte aufgestellt. Das war im Mittelalter die Haupteingangspforte des Doms. Sie befinden sich heute im Diözesanmuseum in Bamberg, gleich neben dem Dom. Also wenn ihr mal da seid, unbedingt anschauen. Warum sollte man also denselben Kaiser zweimal darstellen? Auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Wenn man sich die Figuren genauer anschaut, dann haben sie gemeinsame Merkmale, nämlich die Baldachine über ihnen. Sie gehören also quasi zu einem gemeinsamen Bildprogramm. Und auch das spricht gegen Heinrich II. Als Vorbild des Bamberger Reiters. Warum im gleichen Bildprogramm zweimal die gleiche Person darstellen? Das macht keinen Sinn. Aber viel wichtiger noch ist, Heinrich II. War Otone. Der Bamberger Reiter wurde aber in den 30er Jahren des 13. Jahrhunderts hergestellt. Und ihr erinnert euch, 1237 wurde der Dom geweiht. Und das war die Zeit der Staufer. Und Friedrich II. War ein Kaiser, der den Bau des Doms ermöglicht hat. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es in der Stauferzeit eine Darstellung eines Kaisers aus der Vorgängerdynastie akzeptiert worden wäre. Wir sollten uns also bei den Staufern umsehen. Und da kommt zunächst König Konrad III. In Frage, der 1152 in Bamberg starb und in der Krypta des Doms bestattet ist. Ist der Bamberger Reiter also eine Art Grabzeichen für Konrad III.? Aber warum dann so weit vom Grab entfernt und vor allem, warum so viel später erst geschaffen? Das macht auch wenig Sinn. Der nächste, der in Frage kommt, ist Philipp von Schwaben, einer der beiden Akteure im Thronstreit zwischen den Staufern und den Welfen nach 1198. Er wurde im Jahr 1208 in Bamberg ermordet und zunächst auch in der Krypta bestattet, dann aber 1213 oder 1214 nach Speyer überführt. Auch hier stellt sich die Frage, warum dann noch ein Standbild später, als der Leichnam überhaupt nicht mehr im Dom vorhanden war. Macht also auch keinen Sinn. Ja, aber einer bleibt noch, der schon erwähnte Friedrich II., der seit 1220 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches war. Und hier eine Darstellung aus seinem berühmten Falkenbuch, also ein Buch über die Jagd mit dem Falken, das Friedrich II. Selbst verfasst hatte. Er galt damals nämlich als der jugendliche Herrscher schlechthin. Das würde zu dem jugendlichen Gesicht des Bamberger Reiters passen. Er wurde schon als Vierjähriger König von Sizilien und als Knabe von Apulien bezeichnet. Mit 18 Jahren wurde er deutscher König. Und auch die fehlende Bewaffnung passt zu Friedrich II. Denn er errang Siege ohne Kämpfe, ohne Schlachten. Der wichtigste 1229, als er es schaffte, auf dem Verhandlungswege Jerusalem, Bethlehem und Nazareth wieder in Christenhand zu bekommen. Ja, und wir erinnern uns eben an die Bedeutung, die er hatte beim Bau des Domes. Nur durch seinen Kauf von Lehen konnte die restliche Bausumme aufgebracht werden. Und das macht doch durchaus Sinn. Der Historiker Hannes Möhring hat zuletzt eine ganz andere Theorie aufgestellt, die gar nicht von einem weltlichen Herrscher als Vorbild für den Bamberger Reiter ausgeht. Er sieht in ihm eine Darstellung des Messias, des Königs der Könige. Und als Vorbild die Offenbarung des Johannes. Und da gibt es durchaus erstaunliche Parallelen. Ich will die entscheidende Stelle einmal vorlesen. Ihr seht hier jetzt noch einmal die Darstellung, die farbige Darstellung des Bamberger Reiters zum Vergleich. Dann sah ich den Himmel offen und siehe, da war ein weißes Pferd und der, der auf ihm saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Gerecht richtet er und führt Krieg. Seine Augen waren wie Feuerflammen und auf dem Haupt trug er viele Diademe. Und auf ihm stand ein Name geschrieben, den er allein kennt. Bekleidet war er mit einem blutgetränkten Gewand, und sein Name heißt das Wort Gottes. Die Heere des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden.
Sie waren in reines, weißes Leinen gekleidet. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert, mit dem wird er die Völker schlagen. Ja, das weiße Pferd, das blutrote Gewand, vor allem dieser besonders geöffnete Mund, aus dem wirklich ja, die Schwerter wie Flammen herauszüngen könnten. Das alles sind interessante Parallelen zwischen der Offenbarung des Johannes und dem Bamberger Reiter. Aber das ist natürlich jetzt ein Widerspruch zur Theorie von Friedrich II. Nein, nicht wirklich. Denn auch Friedrich II. Wurde in einigen Chroniken als Messias bezeichnet. Das heißt, wir könnten in dem Bamberger Reiter eine Art Doppelbildnis vor uns haben, ein sogenanntes Kryptoporträt, bei dem biblische, mythologische Figuren in Analogie gesetzt werden zu lebenden Personen. Natürlich gab es im Mittelalter noch keine lebensechten Porträts, aber wenn man jetzt hier einmal anschaut, den Vergleich zwischen dem Bamberger Reiter und dem Bildnis Friedrichs II., dann kann man, so Möhring, durchaus gewisse Parallelen in der Art der Darstellung erkennen. Das heißt, als Fazit, es ist durchaus denkbar, dass der unbekannte Künstler des Bamberger Reiters sowohl den Messias darstellen wollte, als auch Kaiser Friedrich II. Eine Art Denkmal setzen wollte. Und ich finde, dass diese Theorie durchaus plausibel ist und ich würde mich dieser Idee Hannes Möhrings anschließen. Es gibt noch vieles im Mittelalter zu entdecken, zum Beispiel in der Playlist zur Geschichte des Mittelalters, die ihr euch angucken solltet. Am besten aber, ihr abonniert meinen Kanal und verpasst keine Folge mehr. Ich freue mich auf euch.